So, Freunde, es ist soweit. Ihr habt 2 Tage gewartet. Bei uns sind nur wenige Minuten vergangen. Michel hier nach wie vor am Start. Grüß dich, grüß euch. Mein Lieber. Natürlich mit Support hier. Ja. Heute machen wir auf jeden Fall eine geile Tour, denn ich darf den BMW M2 fahren. Ist das korrekt? M2 Competition. M2 Competition, okay. Mein Fehler. Ja. Muss man sagen. Muss man sagen. Ja. Das letzte Mal, dass ich im M2 gesessen habe, ist in der Tat schon ein bisschen her. Und der war auch mit Originalauspuff. Sprich, heute wird auf jeden Fall ein bisschen mehr Spaß auf mich bzw. auf uns zu kommen. Denn du darfst natürlich heute dann auch. Ich freue mich. Ich gebe ja auch gerne zurück. Also wenn du mich in dein Schätzchen sitzen lässt, damit fahren lässt, dann darfst du natürlich auch Lotus fahren. Sollen wir eine kleine Einweisung machen? Klar, machen wir. Schaltgetriebe, ne? Schön urig, das gefällt mir. Komm. Oh Gott. Ey, du musst auf jeden Fall darauf achten, dass du die Gänge mit sehr viel Liebe, sehr behutsam einlegst und dir auch ruhig Zeit lässt. Das Getriebe ist nicht ansatzweise so schnell, logischerweise, wie beim M2 Competition. Also wirklich kuppeln, Gang rein, zack, zack, zack. Wirst du aber merken, weil wenn du es anders machst, dann bestraft er das direkt. Hold my beer. Hold my beer. So, warte, ich mach den Sitz mal eben nach hinten. Ein bisschen drehe ich dir auch schon mal um. Okay, super. Dann kannst du dich jetzt eigentlich reinsetzen. So, das wird witzig. An alle Menschen da draußen, das ist ab 18 Jahre. So, wer früher nicht Sport 1 Clips geguckt hat ab 0 Uhr, bitte einmal jetzt weggucken. Oh, ihr müsst wissen, ich habe früher Football gespielt und die Schenkel sind geblieben, der Bauch nicht. Warte mal, um Gottes Willen. Ich hoffe, das passt überhaupt. Doch, du bist das passt. Ja schon. Fuck, du hast Yeezys an, oder? Ja. Oh, das wird ein Problem. Ah, ich sehe es. Guck mal, geht das? Ja? Ach, da ist das gerade. Ja, das ja? geht. Geht ja. das? Ja, ja. Okay, super. Dann musst du jetzt eigentlich nur die Kupplung treten. Geil. Genau. Und ansonsten ganz normal, Schaltgetriebe, offene Schaltkulisse. Ja, super. Jetzt hast du mir natürlich dein Auto noch nicht erklärt. Stimmt, ey, ich komme ja auch nicht mehr raus. Guck mal, wir machen das jetzt so, ja. Ich erkläre es aus der Ferne einmal. Okay, perfekt. Dann rufe ich dich gleich an, ich setze mich jetzt in dein Auto rein so und dann frage ich einfach, wenn ich Fragen habe. Und ansonsten düsen wir jetzt hier ein bisschen durch Hamburg. Ich freue mich. Ja, das glaube ich. Los geht's. Freunde, BMW M2 Competition in einem absolut geilen Design. Ich sehe aus wie der letzte Idiot mit meiner GoPro auf der Stirn, aber das ist mir egal, denn wir werden ein geiles Kfz fahren und das ist, worauf es heute ankommt. So. Okay, dann steigen wir mal ein. Fenster machen wir direkt mal runter. Also der Motor läuft. Schon, oder? Genau, Motor ja. läuft. Das heißt, ich würde jetzt ganz gerne direkt eigentlich mal in manuell gehen. Das mache ich hier, indem ich den Knopf knipse. Du kannst eigentlich am Hebel ziehen vom Lenkrad, dann ist er automatisch im manuellen. Das siehst du auch im Tacho, wenn du einmal Plus oder Minus machst, also Gang hoch oder runter. Am, Hebel. Ja, entweder da oder am Lenkrad, also hinter dem Lenkrad. Da sind ja beide Hebel rechts und links, genau. Dann ja. Schaltet er hoch runter, das siehst du dann rechts unten. Ja, ich glaube, ich bin aber schon im Manuell. Ich habe jetzt nach rechts. Genau, entweder wenn da D1 steht, ist er im Automatikmodus, wenn da nur eine 1 steht, quasi im Tacho, ist er im Manuell. Ah, ja, D1 haben wir jetzt. Ja, das ist automatischer Modus, also da musst du nicht schalten. Jetzt habe ich 1 und MDM. Das, genau, MDM bedeutet, dass die Traktionskontrolle aus ist. Das ist links vom Wahlhebel, da siehst du so ein, nee, vom Wahlhebel in der Mitte, da siehst du den Knopf MDM irgendwo. Oder beziehungsweise Traktionskontrollen. Knopf. Geisteskrank. Also wenn man Lotus fährt und man setzt sich in M2 Competition, es sind einfach viel zu viele Knöpfe. Aber es das geht eigentlich. Ich glaube, du bist zu lange kein 2020 Auto mehr gefahren. Ja, das kann auch sein. Ich bin auf der M-Drive Tour in der Tat den M2 als erstes gefahren. Also zum ersten Mal die Erfahrung gemacht. Und das war noch der alte mit der Competition Auspuffanlage. Ja. Du meinst der N55 mit der Performance-Abgasanlage? Genau, die Performance-Abgasanlage. Also nicht der Competition, sondern wirklich der alte noch und geisteskrank war der laut. Der ist lauter als meiner, glaube ich sogar. Also das war nicht normal. Das war einfach nur Spaß pur und ich hatte den als Schalter. Da sind schon die Kollegas. Eieieiei. Ja, wir machen jetzt die Biege hier direkt. Jetzt geht's gleich direkt. Noch keinen Meter gefahren, weißt du, und direkt gibt's hier Ärger. Ich glaube, die wollen nur ein bisschen die Sonne genießen, wie wir hier. Ich glaube, die wollen nur einfach mal geile Autos sehen. Also ich kann jetzt losfahren. Kameramann hier ist auch ready. Ja? Okay, super. Ja, Michel, ich würde sagen, let's go. Fahre ich hier mal ganz langsam. Guck mal, sieht es gut aus? Ja, du musst halt rechts vorbei, das geht. Oh. Hat er leicht aufgesetzt, ne? Ja, hier unten ist so ein Metalldraht, deswegen. Aber da fahre ich mal links dran vorbei. Oh Gott, warte. Au. Uiuiui. Geht das nicht? Boah, das. Nee, das sieht. Also, das sieht überhaupt nicht gut aus. Okay, warte, dann fahre ich außenrum vorbei. Weil hier ist so ein Metalldraht, wo du rübergefahren bist. Deswegen hat er so gemuckt. Ja, das sieht gut aus. Das ist wirklich das Unangenehmste, wenn du ein anderes Auto fährst und dann macht es einmal kurz. Was ich aber bei dir sagen muss bei deinem Auto,
Ja. Die Kupplung ist so hart, ne? Das ist Wahnsinn, oder? Man kann das eigentlich vergleichen mit einem alten Porsche, weil da war ja auch immer die Rede von extrem harter Kupplung. Und das ist beim Lotus Exige, jetzt gerade bei dem Modell, auch so der Fall. Und bei dir fällt es halt jetzt nochmal zusätzlich auf, weil du hast halt keine Kupplung. In dem Sinne. Genau. Also du hast kein Kupplungspedal. Natürlich hast du eine Kupplung, aber ist halt nochmal was anderes. Also ich habe ja einen Clio noch als Daily und das ist halt ein Schalter, den fahre ich auch jeden Tag. Und der klingt halt ganz, der ist die Kupplung ganz anders. Die ist mega weich und labberig, ne? Ist auch halt ein Clio, ne? So, und das Ding ist schon ernst, das merkst du sofort. Hast du das bewusst so gemacht, dass du den M2 quasi als Weekend-Car genommen hast? Genau. Und dann eben so ein ranziges Teil à la Clio etc. Für den Daily-Gebrauch oder für Schlechtwetter besser gesagt? Ja, genau. So habe ich halt auch mehr vom Auto, beziehungsweise von beiden. Aber einer der Hauptgründe, und einige werden mich auslachen, wenn du ein gutes Auto als Daily fährst, ne, gewöhnst du dich halt sehr, sehr schnell dran. Und so freue ich mich halt wirklich. Boah, das klingt krank. So freue ich mich halt wirklich jeden Tag auf das Auto, jeden Tag aufs Neue auf das Auto, wenn ich mal wieder auf das Auto zugehe, ne, in der Tiefgarage, wenn ich es mal am Wochenende raushole. Finde ich geil, gute Einstellung, weil jetzt kommt wieder mein Pizza-Beispiel, beziehungsweise das Pizza-Prinzip. Das ist vielen Leuten, die mich kennen, schon. Oh, der Sound. Oh. Gott, ey, Michel, mir geht gerade richtig einer ab hier. Aber deiner auch, der ist einfach so ernst. Ja, warte mal ab, wenn du gleich ein bisschen Gas gibst, dann wirst du noch mal mehr erleben. Aber was ich gerade sagen wollte, das Pizza-Prinzip. Erstmal Start, Stopp hier ausmachen. Oder ist schon aus? Ah, ist schon aus. Isst du gerne Pizza? Okay, also du isst gerne Pizza, ne? Ja. So, pass auf. Aber egal, wie gerne du Pizza isst, ne? Wenn du jetzt morgens, komm ruhig neben mich, wenn du morgens, mittags und abends Pizza essen würdest, jeden Tag, dann würdest du irgendwann, hättest keinen Bock mehr auf die Pizza. Also entweder wird sie dir nicht mehr so gut schmecken. Ja, oder ich wäre beim Arzt. Ja, oder es ist halt einfach normal geworden. Und so ist das auch mit anderen Dingen, zum Beispiel eben mit deinen Autos. Wenn du jeden Tag jetzt als Extrembeispiel Pagani Sonda fährst, ne, mein absolutes Traumauto, dann wird der irgendwann normal. Du gewöhnst dich an alle Dinge. Und deswegen muss man manchmal Dinge einfach mal irgendwie in die Ecke stellen und sagen, okay, ich warte jetzt, bis ich das Teil wertschätzen weiß. Genau. Vor allem, ey, da sprichst du ein Thema an, da kann ich mich einen ganzen Abend hinsetzen bei einer Shisha und darüber philosophieren. Ich finde sowas übertrieben wichtig. Die Menschen sind so, du gibst jemandem einen Finger, er nimmt die Hand. Du gibst ihm die Hand, er nimmt den Arm. Menschen sind halt so. Wenn du dich an etwas gewöhnst, willst du mehr. Ja, gierig. Das muss ich erstmal ausprobieren hier. Junge, bist du behindert? Geil, oder? Warte, ich schalte auch mal hier bei deinem ein bisschen runter. Aber pass auf, wenn die Traktionskontrolle aus ist, ne? Die ist nämlich auf dem M2-Modus aus am Lenkrad. Okay. Boah, geil, geil. Also ich muss sagen, du merkst halt wirklich, dass die Turbolader hier richtig reinballern, ne? Pass mal auf, ganz, ganz witzig, wenn wir hier schon jemanden auf dem Beifahrersitz haben. Windturbo, ja, M2, was da gut geht. Also wenn du Fahrer bist, dann kannst du dich halt dran gewöhnen. Schau dir das mal an. Pass mal auf, warte mal jetzt hier auf dem Beifahrer. Ja, ich weiß. Immer wenn ich in einem M2 sitze, dieses Gefühl ist so unbeschreiblich verbunden zu dem Fahrzeug, zu dem Asphalt. Boah, das ist aber das wollte ich gerade zu deinem auch sagen. Der ist halt trocken, ne? Er sagt, nimm mich oder stirb. Ist echt so. Ich mag das. Ich finde das richtig geil. So ein kleiner GT3 RS, den bin ich ja auch vor kurzem gefahren. Es fühlt sich sehr ähnlich an, aber noch ein bisschen stiffer, noch ein bisschen ernster. Du hast halt auch keine Servolenkung, ne? Ja, aber das fühlt sich gar nicht so an. Das fühlt sich echt gut an. Ich glaube, so fühlt sich auch ein KTM an, ne? Ähnlich. Meinst du ein X-Bow? Ja. Ja, sehr, sehr ähnlich. Also was ich immer gerne als Vergleich ziehe, wenn mich jetzt jemand fragt, hey, wie fährt sich der Lotus? Dann sage ich immer, wenn du Gas gibst, das ist so laut. Dann sage ich immer, der Lotus fährt sich wie ein überdimensionales Kart. Weil das beschreibt den wirklich ziemlich gut. Ach so, und Michel, lass uns jetzt einfach mal kurz genießen, ja? Okay, gönn dir. Erstmal du. Okay. Ja, jetzt. ich glaube, wir werden noch sehr, sehr gute Freunde. Es ist einfach schön. Ich dachte, dein Satz endet in, ich glaube, wir werden noch sehr schnell angehalten. Ja, das kann auch sein. Alter, wie das knallt. Ja, deiner, oder? Ja, das kriegt man gar nicht mit. Boah, wie das Heck hier rumkommt. So geil. Ja, ist zickig, also, ne? Also der will wirklich. Ja. Genau, was du gerade angesprochen hast, dieses Knallen. Lass mal hier rechts hoch.
wenn man hinter dir fährt, so geisteskrank laut und von der Klangkulisse her einfach geil. Also nicht geisteskrank laut im Sinne von unangenehm, sondern wirklich von der Lautstärke her ziemlich, ziemlich lecker. Also wirklich ein schönes Knallen. Und auch nicht dieses unnötige, kurze dreimal furzen oder dreimal blubbern, sondern er macht das so natürlich. Mal macht das 10-mal, mal macht das nur 2-mal, mal macht das 3-mal. Das mag ich halt so. Ne? Du bist nie immer dasselbe Synthetische. Das ist einfach ein tolles Auto. Jetzt fange ich schon wieder an. Immer wenn ich so geile Karren fahre, also es passiert nicht immer, aber es passiert oft, dann sage ich immer so, den würde ich mir schon gerne holen. Und beim M2, ich weiß nicht, ob du meine Background-Story kennst, aber gerade beim M2 war es so, dass ich den fast geholt hätte. Aber also den M2 Auswahl, oder den Competition? Den M2, weil ich wollte unbedingt damals die Auspuffanlage haben, die jetzt eben nicht mehr erlaubt ist. Die wurde ja im Nachhinein eben verboten, weil sie zu laut war. Und den fand ich grandios. Den bin ich als Schalter gefahren. Das Auto hat mir so ein geiles Feedback gegeben. Und jetzt kommt's, hätte ich das Auto nicht so oft gesehen, weil ich war zu der Zeit auch oft in München, dann hätte ich es mir geholt. Aber ich wollte was haben, was eben keiner hat. Und das war in dem Fall ein Lotus Exige. Ja, also mit dem Auto hast du auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Mit dem M2 hättest du mit Sicherheit auch nicht, aber da fahren halt ein paar mehr rum. Ne? Ich bin jetzt ehrlich zu dir, ich glaube, ich kenne kein, also ich persönlich jetzt, ne? Du achtest da bestimmt anders drauf. Ich kenne keinen in Hamburg, der den hat, außer du. Und das ist das Schöne. Also ich kenne auch keinen in Hamburg direkt, kenne einen in Lüneburg, aber das war's dann auch. Also dann wird es schon ganz, ganz schwach. Boah, jetzt genieß mal dein Auto. Oh Gott. Das war unfassbar laut. Also jetzt weiß ich, wie unangenehm es ist, wenn man nicht im Auto selber sitzt, sondern außen das Ding wahrnimmt. Vor allem stell dir mal vor, wir fahren jetzt durch einen Tunnel mit dem Ding, durch einen langen, durch einen Elbtunnel oder durch den Wallringtunnel. Das wäre ja geisteskrank. Ey, ich sag dir, wie es ist, ne? Da muss ein Statiker danach hin. Tja. Was gibt's denn jetzt noch hier für Spielereien an deinem M2, wo du sagst, so, das finde ich besonders geil? Also jetzt Interieur oder Gadget-mäßig, was gibt's da, wo du stolz drauf bist? Also was heißt Gadget? Aber am Lenkrad siehst du ja den M1 und M2-Knopf. Den gab's im alten M2 nicht, den du gefahren bist. Das haben sie jetzt aus den neueren Modellen übernommen. Das heißt, du kannst das selber konfigurieren. Ne? Ja. M1 ist bei mir smooth. Ne? Das heißt, wenn du chillen willst, das ist alles auf Komfort quasi. M2 habe ich programmiert auf Sport und MDM, also quasi Traktionskontrolle Stufe 1. Dann musst du auch nochmal bestätigen, also du musst nochmal auf M2 drücken, um das zu bestätigen. Dann wird es nämlich ein bisschen ernster. Genau, und das ist dann, wenn es so ein bisschen ernster wird, dann drücke ich einmal auf M2 und dann ist das Auto direkt da. Das finde ich immer ganz geil. Klappe wirklich kannst verschiedene du, Mapping, ja? Genau, die Klappe kannst du am Reset-Schalter steuern. Am Lenkrad ist ein Tempomat-Schalter, der ist ganz links. Also neben M1, M2 steht RES, ne, in Silber. Wenn du den 3 Sekunden gedrückt hältst, geht die Klappe zu. Wenn du den halt wieder 3 Sekunden gedrückt hältst, geht die Klappe auf. Das ist natürlich ein Modul, was jetzt nicht ganz TÜV-konform ist, aber so habe ich die Möglichkeit, die Klappe erstmal manuell zu steuern und 100% auf oder eben 100% zu, nach meinem Wunsch. Ne? Weil wenn du sie sonst so lässt, wie sie ist, elektronisch gesteuert vom Auto, geht sie maximal 80% auf bei Vollgasstellung. Und halt, zu ist zu, ne? Aber die wird halt nie ganz auf sein. Und so kannst du auch niedrige Drehzahl fahren und den Sound genießen, ne? Weil er halt dann komplett auf ist. Finde ich super. Also hätte ich genauso auch eingebaut und ich finde, da ist jetzt auch überhaupt nichts Verwerfliches dran. Also das kann man genauso machen und da würde ich auch voll hinterstehen, mal lieber. Finde ich geil. Ich leih mir den mal aus. Ja, ist auf. Böse, oder? Böse. Also sehr, sehr viel, also ein Phänomen, finde ich, das nehme ich gerade so wahr. Im Auto ist es wirklich nicht so laut. Also nicht nur die ganzen Fehlzündungen, die der raushaut, beziehungsweise das Frötzeln, sondern auch allgemein die Lautstärke im Auto ist extrem entspannt. Verglichen ist recht gut zu gedämpft, dem ne? Klang, genau, sehr gedämpft. Weil hinten kommt ja dann eine Musik raus, da denkst du dir so geisteskrank. Aber ist ja hier genauso, das ist echt immer verwunderlich. Ne? Die Fenster sind auf, aber es klingt nicht so, als wenn du in meinem Auto sitzt und dein Auto hörst. Das ist echt unnormal laut. Es ist komplett insane. Lass doch mal hier rechts, ich glaube, dann können wir durch den Wallringtunnel einmal, oder? Och, muss das sein. Ah, Mensch, ja, schon wieder hier die Leute, die wieder Lärm machen wollen. An die Sound Police da draußen, ne? An die Texas Ranger da draußen. Rest in Peace, Headphone-Users. Komm mal gleich auf deine Höhe, damit man den Weltuntergang hört. Bei mir wird es garantiert ein bisschen wehtun, wenn du an mir vorbeifliegst. Alter. Oh Gott, ich höre den Motor nicht mehr vom M2. Ja, das ist aber echt ein Phänomen bei deinem Auto. Das ist echt so. Meiner ist so lange laut, bis deiner in der Nähe ist. Unfassbar. Aber dieses Gewitter, was da rauskommt bei deinem M2, also da bin ich wirklich neidisch. Du hörst bei meinem so ein leichtes Frötzeln, wenn du, das kannst du mal testen.
wenn du leicht auf das Gas gehst, okay, bei ungefähr zwischen 2.000 und 3.000 Umdrehungen, da klappt es immer am besten, ganz leicht auf das Gas gehen, aber nur ganz leicht, so wirklich nur berühren. Ja, ich weiß, dass er ein bisschen einspritzt. Ich weiß, was du meinst. So kann man das ein bisschen rausprovozieren, aber das musst du halt echt provozieren, damit ein bisschen was kommt, ne? Ja, ja. Sollen wir einmal über den Jungfernstieg? Komm. Solche Autos, wie wir haben, ne? Ich finde, dass es verdirbt sofort das Auto und den Fahrer, wenn du damit in der Stadt, jetzt richtig in der Stadt, ne? Also Alster, Mönke, die Ecke, ne? Richtig ja. Die ganze Zeit hoch und runter fährst. Ich finde, ein gutes Auto muss nicht laut sein, sondern einfach sich zeigen. So. Die Leute werden schon erkennen, ist das ein geiler M2 oder ist das ein geiler Lotus. Ne? Das werden die Leute schon checken, ohne dass du hier die ganze Zeit auf- und abballerst. Das ich wollte gerade sagen. Als Enthusiasten und Fanatiker von diesen ganzen, ich sag mal jetzt Assis, in Anführungsstrichen. Jeder weiß, was gemeint ist. Ich meine, ich darf das sagen, von Yüksel, Mehmet und Co. zu viert im 335i Cabrio. So. Ja, das ist leider wahr, weil ich meine, im Grunde genommen, ich glaube, viele Leute regen sich auch, also die selber so ein Auto fahren, eben nicht diese Runden drehen, regen sich darüber auf, weil letztendlich ist es ja so, dass nur wegen solchen Leuten, no front an der Stelle, aber wegen solchen Leuten gibt es die Sonderkommission Autoprofi. Klar, ne? So wäre, ist das also erst entstanden. Ja, und das ist halt wirklich, wirklich schade, dass eine Sonderkommission ins Leben gerufen wird, weil eben die Leute mit Vollgas die ganze Zeit am Jungfernstieg als Beispiel, wo wir jetzt gerade sind, auf- und abballern. Ne? Das ist halt genau. wirklich insane. Und ich sage auch immer, das haben wir uns auch irgendwo selbst zuzuschreiben. Gut, man kann darüber diskutieren, ist das, tut das Not, so eine Soko, ne? Da gibt es für und wieder so, das ist ja jetzt mal außen vor jetzt. Aber das hat man sich selbst zuzuschreiben, ne? Wenn man hier den Jungfernstieg runterballert. Und es gibt halt Menschen, die halt nichts damit noch gut haben, die nervt das einfach. Ne? Total, das muss man, total. Das muss man so sehen. Und wir haben halt genug Möglichkeiten. Hamburg ist echt nicht klein. Wir haben genug Möglichkeiten, das woanders zu machen. Oder halt auf einer Rennstrecke oder ja, dunkle Ecken. Irgendwo anders, wo halt keiner gefährdet wird, genervt wird, was auch immer. Da verstehe ich nicht, warum man den Jungfernstieg eine Stunde lang hoch runterballern muss. Das sind aber dann so die Kollegen. Bruder, lass mal in die Stadt. Ja, was willst du da? Weiß ich nicht zu tun, aber lass Jungfernstieg auf und ab. So, die fokussieren quasi auch die Jungfernstieg, um das zu machen, ne? Ich meine, wenn ich in die Stadt fahre, ja, vielleicht fahre ich einmal den Jungfernstieg runter, ich gebe kein Gas, ne? Sondern ich lasse mich sehen und gesehen werden, so. Dann parke ich das Auto ab, dann kommen die Leute ja schon von alleine, fragen, machen Fotos, was auch immer, ne? Aber wenn du hier nach Aufmerksamkeit geierst, Vollgas, auf und ab eine Stunde lang, ja, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das die Leute nervt und die Polizei so, ne? Vollkommen richtig, deswegen, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt ganz viele Spots in Hamburg und es gibt auch ganz viele Spots in anderen Städten, deswegen meine Empfehlung an der Stelle, fahrt einfach raus, fahrt da, wo eben nicht so viele Leute sind, da könnt ihr auch ein bisschen Krach machen und dann, wenn ihr ein bisschen angeben wollt, also ich mache das ja auch gerne, wenn die Leute dann gucken, wenn ich mit dem Lotus hier über den Jungfernstieg fahre, weil der so auffällig foliert ist, ne? So, das feiere ich, das finde ich geil, weil die Leute sich auch daran erfreuen, sagen so, oh, guck mal das Auto. Und ich weiß noch, als ich klein war, als ich mal ein geiles Auto gesehen habe, mich hat das glücklich gemacht. Ich fand das nice. Und ja, dadurch, dass die sich erfreuen, erfreue ich mich daran auch, weil am Ende geht es darum. Und Krach machen halt im Tunnel, finde ich, ist das okay. Ne, da ist es dann einmal laut, aber da sind keine Fußgänger und nichts. Und eben außerhalb, deswegen im Hafen oder so, da kann man dann auch mal ein bisschen Remi-Demi machen, wenn keine Anwohner da sind, wenn keine Firmen da sind, wo gerade Betrieb herrscht. Und das ist vollkommen legitim. Von daher, ich glaube, da sind wir voll auf einer Wellenlänge. Und hier immer die Zuschauer zu Hause, die sehen das genauso. Ja, das denke ich auch. Nice. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt noch einmal durch den Tunnel, weil wir müssen ja sowieso zurück. Und dann kannst du mal dein Auto hören, wie es von außen klingt im Tunnel. Vor allem, wenn ich dann einfach auch mal runterschalte, weil das ist halt super geiler Side-Effekt. Du musst gar nicht viel Gas geben, um einen geilen Sound zu bekommen, sondern du musst eher weniger Gas geben, damit du dieses geile Frötzeln hinbekommst. Und das ist halt eigentlich genau das. Ja, das stimmt. Meistens genau so das, zwischen 2.000, 3.000, 4.000 Umdrehungen, so um den Dreh ist das immer. Ja, so, dann fahr mal jetzt ein bisschen langsamer und hör dir mal dein Auto an. Alter. Ist das geil? Trötzeln hinten raus. So, wir fahren mal hier rechts runter. Da können wir nämlich ein geiles Outro drehen. Ich weiß nicht, ob du den Spot kennst. Oh, hör dir das an. Boah. Motor lasse ich einfach mal ein bisschen laufen, würde ich sagen, oder? Genau. Mach schön das. Die Turbos nachlaufen lassen, ne, so wie sich das gehört als Autoliebhaber. Freunde, dann würde ich auch sagen, wir verabschieden uns für heute. Nochmal lieben Dank an Michel für diese Ehrenaktion, dass er mich hat fahren lassen mit seinem guten Kfz. Lass ihm ein bisschen Liebe da auf Instagram. Da freut er sich sehr, sehr drüber, bin ich mir sicher. Ja, er versucht jetzt hier aus dem Lotus zu kommen, deswegen das dauert noch ein bisschen. Darf ich so Tschüss sagen? Du darfst so, ja, darfst du. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Welches Fahrzeug gefällt euch besser? Lotus Exige, BMW M2, beziehungsweise eigentlich sind beide mega geil. Deswegen sagt einfach mal, was gefällt euch beim M2 besonders gut? Was gefällt euch beim Lotus besonders gut? Anyway, genießt die restlichen Tage und das Allerwichtigste, geht steil!
Whoop.